Hallo ihr Lieben, ich habe mir mal Tafelfolie gekauft und wie diese Tafelfolie euch dabei helfen kann, den Überblick über eure Lebensmittel zu behalten, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, also ich habe mir wie gesagt hier so eine Rolle Tafelfolie gekauft. Ich meine, die hätte ich aus dem Baumarkt. Und dazu gab es auch noch diese Kreidestücke. Aber bei den Kreidestücken habe ich festgestellt, dass die viel zu dick schreiben und viel zu undeutlich. Also bin ich ins Geschäft gegangen, in den Schreibwarenladen und habe mir noch mal so einen Kreidestift gekauft. Damit funktioniert das jetzt sehr viel besser. Ja, warum ich diesen Aufwand betrieben habe, zeige ich euch jetzt. Sekunde mal, ich muss mal eben euch das da zeigen. So, ich gehe mal so ein bisschen näher ran noch. Ja, das ist also mein Schrank, wo ich Lebensmittel drin habe. So, ihr seht ja selber, es ist alles drin an Lebensmitteln, nicht nur eine Kategorie, sondern alles, was groß genug ist oder klein genug ist, habe ich da reingestopft. Jetzt habe ich schon versucht, hinten die großen Sachen hinzustellen und vorne die etwas kleineren, damit ich wenigstens eine minimale Chance habe zu sehen, was sich in diesem Schrank befindet. Aber ihr kennt das sicherlich, hin und wieder mal verliert man ja dann doch den Überblick. Ich könnte jetzt beispielsweise ad hoc nicht sagen, ob ich noch ein Kilo Zucker hier im Schrank hätte, als Beispiel. Und bei diesen kleinen Sachen hier, wie meine Farbpaste, da kann es ja auch schon mal passieren, dass die durch das Einräumen versehentlich nach hinten gestoßen werden. Und ja, dann kaufe ich eventuell eine neue, weil ich nicht mehr weiß, dass ich eine da drin habe. Ich benutze die ja nicht jeden Tag. Und das ist das Schlimme daran. Vielleicht habe ich dieses Lebensmittel hier drin, weiß es aber nicht mehr. Das Haltbarkeitsdatum läuft über die Maßen ab und ich muss es dann wegschmeißen. Das ist für mich pure Lebensmittelverschwendung. Das geht überhaupt nicht. So, deshalb jetzt der Trick mit der Tafelfolie. Dazu mache ich jetzt den Schrank zu. Und ihr seht, ich habe mir ein Stück Tafelfolie auf den Schrank geklebt mit dem Wort Schrank. Damit ich weiß, dass die Tafelfolie dafür ist und habe aufgeschrieben, was sich alles in diesem Schrank befindet. Und so habe ich jederzeit einen Überblick, was drin ist. Dasselbe, und da gehe ich jetzt mal ein bisschen weiter, da habe ich es. Dasselbe Stück Tafelfolie habe ich mir jetzt einfach hier mal auf mein Gefrierfach geklebt, das ich hier oben habe, weil ich habe im Keller noch einen zweiten Gefrierschrank. Und ja, da habe ich das eigentlich, wie ihr seht, ganz genauso gemacht. Denn wisst ihr tatsächlich, die ihr auch einen Gefrierschrank im Keller habt, was da tatsächlich noch drin ist? Könnt ihr mir jetzt ad hoc sagen, ob sich noch eine Tüte Pommes drin befindet. Also ich kann es euch ad hoc sagen, das steht nämlich hier. Pommes sind noch da. Und das ist das Schöne daran. Ich habe jederzeit den Überblick. So, jetzt komme ich nochmal her. So. Ja, und das ist wie gesagt das Schöne daran. Ich habe jederzeit den Überblick, was sich in meinen Schränken befindet an Lebensmitteln und was sich im Keller in meinem Tiefkühlschrank befindet und muss somit tatsächlich nichts wegschmeißen, beziehungsweise ich kaufe nichts doppelt, weil ich weiß, was ich habe. Diesen Tipp wollte ich euch nur noch mal mitgeben. Vielleicht könnt ihr ihn ja dann gebrauchen. Ja, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen hoch da. Es gibt noch viele solche Videos im Laufe des nächsten, ja, diesen Jahres. So rum ist richtig. Bis dann mal, eure Tanja. Tschüss.